Die Hände stützen mir auf den Stepper und mit den Füßen versuchen wir rüber zu springen. Und das war ihr erster Versuch. Wir haben uns geeinigt, dass sie Hilfestellung braucht, weil sie die ganze Zeit alleine machen wollte. Und irgendwann hat es auch wirklich gut geklappt. Dann habe ich angefangen, sie etwas detaillierter zu korrigieren. Zum Beispiel, dass sie auf dem hinteren Bein stehen muss am Anfang. Beim Stützen müssen die Arme lang sein. Und am Ende ist das vordere Bein gebeugt. Und die Arme, die Körperposition müssen natürlich am Ende auch stimmen. Dann hat sie versucht, auf alles zu achten und dabei die Bewegung auszuführen. Und das hat auch deutlich besser geklappt. Dann habe ich ihr erzählt, dass sie beim Stützen den Kopf etwas reinnehmen soll und trotzdem auf die Hände schauen muss. Sie hat das super gut umgesetzt, nur musste sie dabei die Arme beugen und daran haben wir wirklich lange gearbeitet, bis sie es alleine machen konnte.